Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Gothic 3. Und wir sollen mit Silvio zusammen die Wüste sauber machen von Nomaden. Ich habe mit Tiska gesprochen. Und was sagt er? Gibt es neue Befehle? Ja, er will, dass wir mit den Banditen bei der Oase abrechnen. Wir? Ja. Verstehe. Dann mach dich bereit und sag mir, wenn du soweit bist. Okay, das klingt... Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Nice, okay, er folgt mir. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, jetzt hätte ich einen neuen Companion, mit dem ich theoretisch hätte viel Ärger jetzt mir schon ersparen können. Okay, hier sind auch tatsächlich neue Viecher gespawnt. Dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen leveln gehen mit dem Kollegen. Vielleicht kann ich mit ihm sogar nach Benzala gehen und die Zombies dort bekämpfen. Die Viecher werden lästig. Ey, ich glaube, das mache ich. Ich gehe mit dem nach Benzala. Ich gehe mit ihm sowas von nach Benzala, Junge. So ein elendes Biest. Der hält doch, glaube ich, ein bisschen was aus. Ich glaube, das ist nicht so eine Weichbirne wie der Akrabor. Ich glaube, der tankt auch einiges weg. Scheiße, ich bin gerade so unfähig, Mann. Junge, was ist los? Die Viecher werden lästig. Ich habe schon wieder ein halbes Leben verloren. Wir sind ja nicht mal raus aus Bakaresh. Junge, was ist los mit mir? Da kann ich mir gleich nochmal aufs Ohr hauen hier, ehrlich gesagt. Jo. Wobei, ich will mal meinen neuen Zauber gleich mal ausprobieren, den ich jetzt seit der letzten Folge habe. Meinen Heilungszauber. Ich glaube, mit Silvio. Mann, ey, was sag ich hier? Ich glaube, mit ihm zusammen könnte ich es wirklich schaffen, die Zombies in Benzala zu killen und in einen Minenschacht zu befreien. Das traue ich dem echt zu, dass ich das mit dem schaffen könnte. Ich hätte es ja sonst mit Diego gemacht, aber Diego ist nicht da. Aber mit ihm könnte man das schaffen. Vielleicht machen wir das einfach. Gehen wir hier mal durch die Schlucht wieder raus. Gab es auch irgendwo eine Höhle? Wo, glaube ich, auch ein Nomade drin gammelt. Genau da. Mal, vielleicht kann ich ihm sagen, warte hier. Warte hier. Sicher. Ich will erstmal mit ihm reden. Ich bin Sinica und eigentlich sollte dies ein Versteck sein. Tja, ist wohl nicht versteckt genug. Offensichtlich nicht. Du kannst dich hier eine Weile ausruhen. Aber versuch keine Dummheiten und lass mich in Ruhe. Was willst du? Okay, ich dachte irgendwie, dass man mehr mit ihm reden kann. Tja. Naja, freies Loot. Du wagst es, mich zu schlagen? Oh boy, und wie ich's wage. Ich glaube, das war mein erster Nomade, den ich getötet habe. Also, ich habe natürlich noch andere Nomaden schon getötet, aber... Ich bring dich weg. Er war der erste, der friedfertig war. Die anderen waren alle Räuber und haben direkt angegriffen. Also, ich gehe jetzt mit ihm wirklich nach Benzala erstmal, bevor ich die Sache mit der Oase mache. Wenn ich das erledigen kann dort, das wäre super. Hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Muss aufpassen, hier war auch irgendwo immer... Manchmal gibt es so Spots in der Wüste, wo so richtig viele Sandcrawler rumlaufen. Ich meine, hier war eigentlich immer so ein Spot gewesen. Ja, da springen die nicht auch so hoch wie ich.
Da ist der Schacht. Okay, muss mit ihm außen rumgehen einmal. Der kommt hier nicht hoch, leider. Komm, den Weg hier hinten schaffst du aber, oder? Da oben ist ja auch noch die kleine Burgruine, die ich dann auch nochmal machen muss. Boah, wisst ihr, was ich mir vorstelle? Ich glaube, so ein Roleplay-Server, wie, so ähnlich wie es Gothic Online gibt, gibt's ja auch, stelle ich mir irgendwie auch mit Gothic 3, ehrlich gesagt, ganz geil vor. Muss jetzt nicht die gesamte Welt sein, das ist vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen much, aber ich sag mal so Only Nordmar oder Only Myrtana oder so, das stelle ich mir halt irgendwie richtig cool vor. Oh, Alter, jetzt ruckelt's wieder wie scheiße. Ey, komm zurück, was ist los mit dir? Junge, was ist... Hey, was ist mit ihm? Er geht einfach weg. Was ist denn dein Problem, du Feigling? Komm zurück, ey. Komm wieder her. Was war das denn für eine... Habe ich gespeichert? Jo, habe ich. Okay. Macht er den Michael Jackson... Und haut eiskalt ab, ich flipp aus. Hey, 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 hey. Nee, 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 nee. Bleib stehen. Warte hier. Sicher. Bruder. Du haust mir hier nicht ab, Alter. Ich bring dich weg. Gut. Komm mit. Okay. Du haust mir nicht ab, Kollege. Aber ihr merkt schon, ne? Ich muss die Zombies hier unbedingt töten. Was ist das? Mann, sobald ich den Zauber ziehe, sobald ich auf diese Zombies mich zubewege, macht der einen Abgang, ey. Ich fass es einfach nicht. Ja, ja. Ja. Okay. Alter, es ruckelt wie Sau. Junge, es ruckelt wie Sau. Das sind so viele Zombies. Es ruckelt. Okay. Die sind zum Glück sau langsam. Und die gehen alle auf ihn. Sehr gut, du musst sie nur ablenken. Ich glaube, ein Flechtzauber oder so wäre gut. Flammenwelle. Habe ich doch noch, oder? Habe ich. Das wird jetzt, glaube ich, viel gut machen, ja? Nice. Das hat auf jeden Fall gut Damage gemacht. Und ein paar Zombies gekillt. Sehr gut, er macht auch Damage. Ich trau mich eigentlich nicht so nah an die ran, die sind halt wirklich saugefährlich. Ja, genau das meine ich, genau das meine ich. Die sind brutal gefährlich mit ihren Spitzhacken. Oh, gut, dass ich mir die ganzen Tränke hergestellt habe. Muss ihm helfen. Wie viel Leben hast du noch? Sehr gut. Er ist richtig gut. Er ist richtig gut dabei. Nee, nee. Kein Risiko. Kein Risiko. Die Viecher werden lästig. Junge, okay, das war ein guter Angriff auf den ersten Stolleneingang da. Da haben wir jetzt einige gekillt. Also, das war richtig, richtig gut. Ich will mit ihm eigentlich auch den ganzen Berg clearen und so. Wenn wir jetzt einmal hier unterwegs sind, können wir das eigentlich ganz gut schaffen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Stollen rein. Ich hoffe, der Miguel lebt noch. Wenn er tot ist, habe ich ein Riesenproblem. Scheiße. Er kämpft. Wo ist er denn? Wo kämpft er denn?
Ist der oben auf dem Berg? Hä? Wo rennst du hin? Achso, zu dem da, okay. Bisschen Miguel retten. Der ist oben, ne? Scheiße, der ist oben. Der ist nicht hier drin, der ist oben. Und der wird sterben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sterben wird. Au! Au! Ah! Ist der, warte mal, hab ich den K.O. gehauen? Der ist K.O. Komm mal mit, ich lock die in die Stadt. Leute? Die Stollen. Okay. Cool. Leute? Scheiße. Die checken es nicht! Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist warten, bis die andere Ork-Patrouille hochgelaufen kommt. Oder ich müsste vor die laufen. Das Vieh hack ich in Stücke! Ja, mach das mal bitte. Na, ja, da kommen die anderen Orks zur Verstärkung, sehr gut. Ja, in den Staub mit ihm. Ich weiß, ich kriege jetzt halt nicht die Erfahrungspunkte für die, aber ist egal. Ist mir jetzt gerade egal. Ich will jetzt gucken, dass ich den Miguel gerettet bekomme. Ich glaube, der lebt noch. Der ist nicht tot jetzt gewesen, oder? Er ist tot gewesen. Scheiße, Mann. Ich dachte, ich krieg den gerettet, ey. So ein Scheiß. Okay, was ist mit dem... Er kämpft noch irgendwo. Kämpft noch irgendwo. Ich hab den gehört. Hä? Wo ist der jetzt hin, ey? Oh Mann. Hab ich den nicht gerade irgendwie noch irgendwo kämpfen gehört, den Silvio? Boah, ich glaube, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, den Miguel zu retten. Ich glaube, das werde ich niemals schaffen. Ich könnte mit Fernheilung nochmal versuchen, den irgendwie vielleicht zu erreichen und zu healen oder so. Pass auf, dann lege ich mir jetzt mal... Ich habe Fernheilung als Zauber da. Boah. Okay, dann könnte ich vielleicht versuchen, den Berg ein bisschen zu umlaufen. Das könnte klappen. Wenn ich den Berg umlaufen kann, so links rum, dann kann ich vielleicht den Stollen sogar ignorieren, weil wenn ich weiß, der ist nicht im Stollen drin, sondern obendrauf... Dann wäre das vielleicht die Chance, die ich brauche. So, ich habe die Spitzhacke noch nicht eingesammelt. Ah, oh, direkt. Der Silvio, der muss versuchen, alles irgendwie wegzutanken. Der hat richtig viel Leben. Der tankt die weg, im besten Falle. Fernheilung. Gucken, dass ich den Miguel irgendwie anvisiert bekomme. Da sind noch mehr von den... Aber ich muss den retten, ich brauch den halt für eine Quest. Also. Vielleicht sogar jetzt noch zu früh gewesen, ehrlich gesagt. Zusammen mit dem... Zusammen mit Silvio geht's. Kann ich den retten?
Dem hast du es gezeigt. Hey, Junge. Das ist wirklich heftig. So ein Zombie, der macht richtig Trouble. Sollen die Würmer dich fressen? Nein, bleib stehen. Ey, das gibt's nicht. Jetzt geht er da runter, will weiterkämpfen. Junge, wie dumm kann man denn nur sein? Höre doch auf. Mach es doch nicht. Ey, das ist insane. Der Typ ist insane. Warum macht er es? Der hat halt noch Aggro da auf die Viecher, ey. Ich pack das nicht. Das sind so viele noch hier. Muss da nochmal irgendwie... Aber ich glaube, die Eiswelle macht halt auch ihm Damage. Das ist halt das große Problem. Ich werde alle meine Mana-Tränke vergeuden jetzt hier in dem Kampf. Der wird sterben. Level Up ist schön und gut, aber... Der Silvio ist mir auch gerade keine Hilfe. Ich kann dem nicht retten. Was machst denn du da, Silvio? Der will zu dem Zombies da hinten hingehen. Der ist auf die geeicht, aber der kommt ja nie ran. Okay. So ist eine nette Pattsituation. Das können wir gerne so belassen. Das ist alles so wild hier. Oh, da! Da! Ey, das gibt's nicht. Ich treff die nicht. So, jetzt. Ich darf halt keine Fehler machen. Sobald ich einen Fehler mache, jetzt ist das so ein Mexican Standoff. Erstmal heilen. Boah, dieser Heilungszauber, der ist halt wirklich krass. Der heilt mich instant auf 100%. Super stark. Okay. Ich glaube, Silvio ist auf den hier geeicht. Hier, er hier. Wenn ich den besiege... Okay, bewegt sich Silvio wieder. Okay. Ah! Macht er mit ihm hier weiter? Diese Schlaggeräusche. Klingt so wie so einem Cartoon irgendwie. Junge, der Miguel, ey. Der hat mich so viele Nerven schon gekostet. Oh! Armselige Kreatur. Die Würmer dich fressen. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass es das jetzt echt war. Gott sei Dank. Was machst du hier? Was glaubst du? Ich verstecke mich. Halt's Maul, Alter. Das ist so schlimm. Sie sind alle tot. Und auch wieder nicht. Sie starben, aber sie standen vor meinen Augen wieder auf. Ja, verdammte Untote. Ich bitte dich, bring mich weg von hier. Junge, ey. Bist eine Ein-Mann-Armee. Weißt du irgendwas über Kisten mit Stahl? Bevor die Untoten kamen, waren ein paar Räuber im Stollen. Sie haben ein paar der Kisten weggeschleppt. Aber eine konnte ich retten. Hier, nimm du sie. Was hängt denn da zwischen den Rohlingen? Lago, Cartana. Den Rest kann ich nicht mehr lesen. Es muss sich um einen Schuldschein handeln. Am unteren Rand ist mit dem Piro unterschrieben. Daneben ein Händlersiegel. Wer legt denn einen Schuldschein zwischen Starrohlinge? Was hast du gesagt? Nichts. Ich hab nur laut gedacht. Lago. Wo willst du denn hin? Zurück nach Bensala. Enzo wird meine Hilfe brauchen, falls er noch lebt. Gut, ich bring dich zu Enzo. Ich danke dir. Ich bring dich weg. Gut. Junge, das war eine Geburt, ey. Das war eine Geburt. Aber ohne den Silvio hätte ich es nicht geschafft. Ohne den Silvio hätte ich das absolut nicht geschafft.
Puh, okay. Da ich schaffe erstmal ein bisschen Gold. Ich weiß ja, die Goldbrocken kann ich ja eintauschen beim Goldmann in Bakaresh. Ein Goldbrocken bringt 80 Münzen, das ist schon gar nicht so schlecht. Na, guck mal, hier haben wir noch ein paar Kisten. Jetzt haben wir alle Kisten, das passt doch. Super. Oh, hier mache ich erstmal 3 Kreuze, wenn ich damit jetzt hier durch bin. Ist das eine Erzader? Krass. Magische Erzader. Gut. Dann können wir das jetzt in. Da ist nichts zu holen. Bensala abgeben. Sehr schön. Gut, hat sich doch gelohnt, nochmal herzukommen jetzt. Und ein Level-Up gab es auch noch. Das ist auch sehr schön. Da kann ich jetzt als nächstes gucken, wofür ich das jetzt ausgebe. Wahrscheinlich wird das in altes Wissen jetzt fließen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der Silvio irgendwann sowas sagt wie, ey, wir sind zu weit weg von der Oase, wir müssen zur Oase. Dass ich den nicht bis durch die Wüste mitschleppen kann, aber offenbar geht es ja aktuell gerade noch. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Diesen blöden Miguel gerettet bekommen, ey, Gott sei Dank. Jetzt wirst du bluten. Hä? Nein! Ich habe dir jemanden mitgebracht. Mein treuer Diener Miguel. Ausgezeichnet. Ich danke dir. Und verzeih mir mein anfängliches Misstrauen, Vater der Gerechten. Du hast mir sehr geholfen. Jetzt wirst du bluten. Komm her! Was passiert hier? Au! Ah! Die denken, das ist ein Untoter. Alter, was passiert hier in dieser Folge? Ich pack das nicht. Ich meine, Gott sei Dank habe ich die Quest gerade noch abgegeben. Jetzt ist es nicht so schlimm, dass er tot ist. Aber trotzdem, was passiert hier? Was ist hier los? Warum haben die den jetzt getötet? Ich fasse das irgendwie nicht. Was ist das, Alter? Ich habe den Stahl, den du wolltest. Danke. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Ey, ich kann nicht mehr. Zeig mir deine Ware. Was passiert hier nur? Das ist völlig verrückt. Okay, wenigstens habe ich die beiden Quests jetzt abgeben können. Toll. Junge. Die Stollen sind wieder frei. Gut. Wir schulden dir Dank, Vater des Mutes. Kannst du mir ruhig mal Geld geben dafür, dass ich das gemacht habe? Zeig mir deine Ware. Du hattest nicht so viel, du hast noch Gold. Das heißt, bei dir kann ich noch Kram verticken, die ich nirgendwo für mehr verkaufen kann. Hm. Habe ich Waffen? Oh ja, ich habe Waffen. Viele Waffen. Klar, ich habe ja hier Bakaresh-Halb auseinandergenommen. So, das kann alles weg. 15 Spitzhacken auch. Ey, Junge. So, naja, dann haben wir doch jetzt hier erstmal ordentlich, noch mal ein bisschen Geld reingeholt. 22.000 haben wir jetzt. Gut, ich bin eigentlich sogar jetzt drauf und dran, noch mal die Waren von Gioris mit zusammen mit Silvio zu holen. Da könnte ich den, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Warte mal, ich lege mich aber erstmal pennen hier nach der Aktion jetzt. Ist ja, oh, eine Münze. Ja, die lasse ich mal liegen. So, erstmal ausruhen. Dann holen wir jetzt noch die Waren von dem Händler. Fabio ist so mein Diego 2.0 Ersatz, den ich jetzt hier habe. Ich habe schon wieder keine Mana-Tränke mehr, das ist auch insane. So, nochmal ein paar Zombies klatschen. Schaffen wir, oder? Ist halt auch eine Mumie dabei. Die Mumie macht mir richtig Sorge. Muss mal rausfokussieren. Dem hast du es gezeigt. Nice. Ja, okay, die Mumie als nächstes, sie ist gleich down. Sollen die Würmer dich fressen? Haben sie schon wahrscheinlich. Ja,
Ich überlege gerade mit dem Wort der Macht, was ich ja, oder was man ja als Zauber haben kann. Ich glaube, damit kann man doch einfach, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, damit kann man doch Menschen einfach als Companions einfach verzaubern, oder? Dass die einem halt einfach folgen als Companion. Wisst ihr, wie krass das wäre, wenn ich das einfach bei Zuben oder Roba anwende und ich dann einfach mit denen hier durch die Spielwelt laufe? Das wäre so witzig. Das wäre einfach absolut geisteskrank. So einen Mana-Trank habe ich noch, aber den werde ich jetzt nicht vergeuden. So, da drin, da sind Gioris-Waren. Und die hole ich mir jetzt noch zum Abschluss der Folge. Ein Bogenschützen schmeckt mir gar nicht. Der eine ist halt ein Stabkämpfer. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es könnten ein paar sein. Raubnomade. Tja, das war's jetzt. Naja, gehen wir mal rein. Endlich mal wieder Gegner, die ich vergiften kann. Oh, wie viele sind das? Nein! Nein! Raus hier, raus hier, raus hier! Oh! Okay, okay. Scheiße, es wird ein harter Kampf jetzt. So schlecht. Verdammt, ich hätte da nicht reinrennen sollen auf diese zwei Bogenschützen. Das war ein Fehler. Das hätte ich nicht tun dürfen. So, und den Rest lasse ich jetzt ausbrennen. Ihn lasse ich jetzt ausbrennen. Bleib stehen! So, speichern. Ah, da kommt der nächste schon, okay. Die mit den Schilden. Aua. War das jetzt irgendwie aber auch mies, dass die auf mich gehen? Solange die ihre komischen Schilde da haben. Ja, unangenehm. Ja, der wird das da drin schon überleben irgendwie. Ich vertraue dem da. Der liegt da auf dem Boden, wird übelst tot getreten. Ja, ich glaube, dass der das schafft. Scheiße, er ist echt gestorben. Scheiße. Oh Mann. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe irgendwie gedacht, dass er das... Oh fuck, nein. Ich habe hier nochmal zwischengespannt. Warum habe ich das getan? Das ist doch so dumm, dass ich das getan habe, Mann, ey. Boah, ich kann nur hoffen, dass ich den irgendwie da wieder raus... manövrieren kann im Fight hier. Ja, das sieht schlecht aus. Dem hast du es gezeigt! Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe da drin gespeichert, das ergibt gar keinen Sinn. Warum habe ich das getan? Ich muss da reinrennen und eine Eiswelle ziehen. Ich muss eine Eiswelle da drin ziehen, glaube ich. Bleib stehen! Das wird nichts. Die sind ja auch schon auf mich geeicht hier. Was ist der jetzt? Jetzt habe ich nicht mehr genug Mana, ich flippe aus. Ich mach dich fertig. Das wird nichts. Das wurde was. Du wagst es, mich zu schlagen? Ich mach dich fertig! Du wagst es, mich zu schlagen? Okay, okay, jetzt sind sie alle auf mich geeicht. Das sind trotzdem drei, die auf ihn gehen.
Aber ich hab doch Fernheilung. Mist, ich krieg ihn nicht anvisiert. Scheiße. Aber mit Fernheilung könnte ich ihn noch retten. Mit Fernheilung könnte es gehen. Oh mein Gott. Warum rennt der da immer wieder rein? Okay, okay. Oh Junge, ist das ein harter Fight. Ich muss Silvio helfen. Bleib stehen! Nice, nice, nice. Okay, das Gift hat geholfen. Oh mein Gott. Nein! Ich werd sterben! In den Staub mit dir! Nein! Schnell! Nein, ich kann so kotzen, Alter! Oh mein Gott! Nein! Das ist so schrecklich! Das ist so grausam! Es ist so grausam! Was soll das denn? Es ist die Hölle, ey. Das ist ja so schlimm. Bleib stehen. Ich muss ihn versuchen zu heilen. Okay, nee, stopp. Brich ab, der hat noch genug Leben. Oh Gott, was passiert, ey? Alter, lauf doch mal. Was ist denn dein scheiß Problem, Bruder? Oh mein Gott, das können wir direkt neu laden. Okay, also ich merke mir, ich muss dem nicht direkt jetzt eine Heilung reindrücken, der hat jetzt noch mehr als genug Lebensenergie. Was ich aber machen muss, war vorhin schon gute Idee, die Eiswelle da rein zünden. Das ist schon wichtig. Nein. Okay, Neulan. Ich kriege ja das Mana nicht wieder ersetzt, wenn der Zauber unterbrochen wird, daher muss ich das machen. Bleib stehen! Das bringt nichts. Scheiße. Ich habe halt nichts mehr. Ach doch, ich habe noch die Dinger hier. Jetzt bist du dran. Okay. Er hat nur noch halbes Leben. Ich muss dem jetzt helfen. Ich muss dem jetzt unbedingt helfen. Das ist ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ich habe das gerade fast geschafft. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Wieso bin ich jetzt so unfähig, das zu schaffen? Das gibt's doch gar nicht. Bleib stehen. Ich muss es mit der Eiswelle nochmal versuchen hinzukriegen. Ich reiß dir den Kopf ab! Du wagst es, mich zu schlagen? Das kann nicht sein. Okay, raus hier. Heilung. Und dann muss ich rein und irgendwie ihm wieder versuchen, ihn zu heilen. Naja gut, jetzt wird's wieder nichts mehr, jetzt bin ich halt vergiftet. Er ist halt fast tot. Es ist unglaublich. Ich krieg das nicht mehr hin. Ich krieg es einfach nicht mehr hin. Ich flipp aus. Ich raste aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab das doch gerade easy peasy fast geschafft. Ey, das ist... Also easy peasy natürlich nicht, ne? Aber... Okay, dann machen wir es jetzt auf diese Art und Weise. Oh.
sagst. Okay, speichern. Wo sind jetzt die anderen beiden? Hängen die jetzt noch draußen rum? Das war's für dich. Speichern. Okay, jetzt sind die anderen da draußen, oder was? Und kommen nicht wieder rein. Mir soll es egal sein. Ich bin so froh, dass das jetzt geklappt hat wieder. Boah, Junge, Junge, Junge. Das ist aber auch eine Herausforderung manchmal. Die sucht echt ihresgleichen. Das ist Wahnsinn. Blöden Waren von diesem Gioris. Wo waren denn die jetzt? Okay, Kisten kann ich gleich noch plündern. Mach ich gleich noch. Muss die anderen beiden, die da draußen noch rumstehen, erstmal. Ah, das sind 8 Kisten. 8 Warenkisten. Okay. Warum hängen die denn? Ich verstehe das nicht. Wieso hängen denn die jetzt da draußen rum? Egal, ist mir egal. Dieser Sieg ist für Belia. Wie nehmen wir es nur noch? Hier. Das ist ein Heiltrank gegeben, den soll er sich jetzt mal reinziehen. Heilige, ey. Das war ja. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt so krass wird. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber gut. Dann können wir jetzt wenigstens noch in Ruhe hier plündern. Das war auch wieder ein echt heftiger Fight. Ach, hier sind das so kleine Kisten, sind das okay. So, da haben wir jetzt alle 8 Warenkisten. Sehr gut. Zauberwurzel nehme ich gerne mit. Und diese 2 Kisten da oben, die plündern wir jetzt auch noch. Und dann... Puh, komme ich erstmal wieder runter hier. Das war ein heftiges Battle. Zu schwer. Zu schwer. Hä? Was steht doch nur Truhe, okay. Naja, egal. Spielt keine Rolle. Dann halt nicht. Das macht jetzt die Suppe auch nicht mehr fett. Okay, dann würde ich sagen... Oh, hier liegen ja noch Pfeile. Dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge erstmal wieder nach Bensala, handeln da erstmal wieder ein bisschen, geben Gioris seine Kisten zurück. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Puh, und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.